Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Aliens Colonial Marines. Ja, ich habe eben gerade mal versucht, die Steuerung wieder zu lernen und habe gemerkt, dass ich gerade geschossen habe. Sehr schön. Ja, erstmal wieder klarkommen. Ist wieder eine Zeit lang her, als dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und, das war jetzt nicht so richtig. Aha, aufheben. So, sehr gut. Ja, Steffi ist schon wieder abgereist und ich habe ja gedacht, ich nehme heute Abend noch mal ein bisschen was auf, dass ihr auch ein bisschen Videos zu gucken habt. Das ist ja vielleicht nicht ganz verkehrt. Und ja, wird keine lange Aufnahme, so ein Stündchen ungefähr, aber dann haben wir wieder ein bisschen Fortschritt. Wir wollen jetzt da rein, das haben wir letztes Mal entdeckt, dieses Gebäude. Und ja, mal gucken, was uns da drin erwartet. Bella und wie heißt er nochmal? Ich habe dich so schnell nicht lesen können. O'Neill. Bella und O'Neill sind bei uns. Und ja, wollen wir mal schauen. Es gibt leider noch nichts Neues zu berichten in Sachen Cannon Fodder 2 oder auch guckt so scheiße. Oder auch Alone in the Dark. Also ich habe in beiden Fällen noch nichts Neues erreichen können. Aber ich bleibe natürlich am Ball, denn wir wollen ja irgendwann auch wieder was Planmäßiges spielen. Schön Schrotflintmunition. Das Stubenmädchen hat voll frei. Behaltet euer Radar im Auge wegen frei herumlaufenden Putzfrauen. Ah, gut mitgedacht, Bell. Kann ich von dieser Mission noch abspringen? O'Neill, wir müssen diese Tür öffnen. Bella, was sagt der Radar? Sporadische Signale? Nichts in der Umgebung. Im Moment ist alles klar. Im Moment. Die Tür bewegt sich nicht. Wahrscheinlich verklemmt durch den Schaden. Wir müssen sie eintreten. Ja, dann mach das doch einfach. Warum mach das nicht gleich? Babyface, mach nicht so einen Höllenlärm! Geht doch viel schneller. Du musstest ihr natürlich von Babyface erzählen. Ist so rausgerutscht. Ich gehe vor, damit wir nicht alle Xenos und Wayuu-Arschlöcher im Umkreis auf uns aufmerksam machen. Sind wir in einem Riesenkrater? Jungs, mein Radar empfängt Aktivitäten in unserer Nähe. Das ist nicht gut. Kann man da jetzt rein? Nö. Vielleicht kann man es. Ich kann es jetzt gerade nicht. Da wollen wir mal gucken, dass wir hier wieder ein bisschen Action machen. Aber ich finde es wieder sehr schön. Oh Gott. Ja, ich habe sie auch gesehen. Ganze Horde Aliens. Super. Ja, das ist hervorragend. Habe ich eigentlich noch. Nee, ich habe keine Granaten. Das ist echt schade. Also zumindest keine Granaten für dieses Impulsgewehr. Normale Granaten habe ich noch 6 Stück, sehe ich gerade. Die habe ich noch gar nicht benutzt, glaube ich. Sollte ich vielleicht auch mal tun. Aber aktuell möchte ich lieber mich mit dem Impulsgewehr hier verteidigen. Jetzt Feuer! Puh, da kommt der nächste. Aber jetzt, dass ich immer dann nachladen muss, wenn ich am Schießen bin. Ufa. Komm her, Short. Das ist unser Weg raus. Los, Bewegung! Ja, vielleicht gibt's hier ja noch was. Warte mal. Bin ich gerade im Kreis gelaufen? Sieht so aus. Ja, bin ich. So, trotzdem vielleicht. Na, ich habe ja mal Angst, dass ich diese ganzen Erkennungsmarken und so irgendwie vergesse. Aber habe ich sowieso schon einige von vergessen. Hui. Es geht wirklich raus. Oh oh. Hi. Uff. Ach, die spucken mich wieder an. Huh. Da runter? Okay. Naja, gut. Wir haben es überlebt. Kann nicht ganz so verkehrt gewesen sein. So, immerhin ein Kontrollpunkt. Und da ist Muni. Diesmal war ich es nicht.
Ich hab keinen Krach gemacht. Er ist schon längst drüben. Wo führt diese Treppe hin? So, ist hier nichts versteckt in dem ganzen Gerümpel. Das sieht aus wie diese... Ja, nicht ganz genau so, aber... In so einer Art Raum war ja damals Newt eingesperrt. Da hat man sie ja das erste Mal gefunden. Die hat sich ja auch in den Lüftungsschächten so ein bisschen verkrochen und ist dann in so einem, ja, kleinen Raum eingesperrt gewesen, wo sie sich so eine Art Zimmer eingerichtet hat. Ich fand Newt an sich ziemlich nervig, aber ich fand es irgendwie ganz cool, wie sie es eingebaut haben mit ihr, die ganze Story. Vor allem in der Uncut-Version der DVD. Des Films. Da gibt es ja noch wesentlich mehr Szenen. Da sieht man ja noch Newt mit ihren Eltern, wie sie ihre Eltern verloren hat. Sag ich mal. Oder andeutend zumindest. Hi. Fall da mal runter, bitte. Danke. Oh, fuck. So, das wollte ich haben. Wo schießt du gerade hin, Bella? Hier was versteckt. Nix für den Alex, ne? Wo denn? Anscheinend ist irgendwo da oben was los. Ah, da ist eine Luke. Ich glaube, da muss ich... Ne, da kann ich gar nicht hoch. Aber da kann ich auch nicht hoch. Moment. Kann ich hier irgendwie hoch? Auch nicht so wirklich. Was soll ich jetzt hier tun? Einen Moment mal bitte. Ach, nach unten. Auch eine Möglichkeit. Dann schraube ich mich nach unten. Geht auch nicht. Ja. Da komme ich ja so nicht hoch, oder? Oh, fuck. Ach, ich soll runter? Bin ich jetzt hier richtig? Ich kann Höhen nicht ausstehen. Anscheinend bin ich hier richtig. Das gleiche wie von dir. Halsmaul. Ja, die ist schon ein bisschen zickig, ne? Ja gut, wenn man kurz vom Sterben ist, kann man vielleicht irgendwie verstehen. Das ist eine Automap. Dies ist der offizielle Nachschubantrag WY-823 von Vorsteher Joshua Morris. Wir brauchen noch eine ganze Menge mehr von diesen Forschungsmodulen. Welcher Amateurgeologe auch immer diesen Ort hier als Installation ausgesucht hat, ist ganz klar unterbelichtet. Das habe ich gehört. Ja, ja. Die strukturelle Instabilität von LV-426 hat drei ganze Module außer Betrieb gesetzt. Eines ist bei einem Erdbeben zerstört worden, die anderen beiden sind in eine Schlucht abgerutscht. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Ort hasse? Das sollte ich vielleicht rausschneiden. Ja, okay. Also technische Probleme ohne Ende. Kenne ich ja auch. So, haben wir hier noch was? Also gerade diese ganzen Schutthaufen hier, die sind ja dazu prädestiniert dafür, dass man hier irgendwo vielleicht so eine scheiß Marke verstecken könnte. Aber aktuell sehe ich hier nichts. Finden Sie das Personalregister? Ja, machen wir gleich. Was liegt denn hier noch so rum? Nix. Nix. Unglaublich. Ich komme extra meinetwegen wieder runter. Das ist aber auch echt sehr nett von euch. Da liegt Muni und die ist voll. Das ist ja auch mal schön, ne? Aber hier ist nichts versteckt. Na gut. Dann weiter hoch. Ja, ist ja gut. Macht sie schon Zeichen hier. Da kann ja auch nicht angehen. Ich weiß doch, dass ich hier lang muss. Okay, der ist tot. Warum könnte es hier nicht eine Marke liegen? Das wäre doch eigentlich mehr als logisch, oder? Schütze! Augen offen halten, Leute! Ja, entweder lasse ich jetzt leer schießen. Wie ducke ich mich denn? So. Okay. Geht doch. So, dann gehe ich mal hier rum und schalte das Ding aus, oder? Hi. Aus ist es. Ihr könnt nachkommen. Neuer Audiolog. Hier ist
erhältst mein wöchentliches Update zum Bau von Origin. Trotz der verlorenen Forschungsmodule liegen wir gut im Zeitplan. Zum Teil, weil von Origin nicht so viel übrig ist, wie wir ursprünglich angenommen haben. Ein Teil scheint schon vor unserer Ankunft abgebrochen zu sein. Was haben Sie gesagt, woran das liegt, Doc? Ein Lavastrom hat den Teil abgetrennt. Ach ja, stimmt. Wir sollten Origin in den nächsten 2 Wochen fertiggestellt haben. Und ich kann Ihnen sagen, auch ohne dieses Teil ist es wirklich beeindruckend. Hm. Okay. Da haben wir... Das sieht wieder aus wie Dokumente, die man einsammeln könnte, aber ich darf es nicht. Das ist gemein. Ja, der gute Rimnir, der hatte irgendwie gesagt, dass das Spiel wohl doch etwas fad wird und sich doch nur noch auf Geballer praktisch einstellt. Scheint doch eher ein mittelmäßiges Spiel zu werden. Jein, also ja, es gab zwischendurch schon einige Ballerpassagen, das gebe ich zu. Und auch jetzt sind wir ja permanent am Ballern. Man darf ja nicht vergessen, das Ganze ist ja immer noch ein Ego-Shooter, ne? Aber trotzdem finde ich, dass die Story in Ordnung ist und, ja, man möchte ja schon wissen, was hier genauer so passiert ist und so. Also ich bin immer noch interessiert, weiterzuspielen. Und vor allem, sie haben schöne, abwechslungsreiche Bereiche. Wer auch immer hier abgehauen ist, wollte seine Flucht gut vertuschen. Eingebaut. O'Neill, bleib hier bei Bella. Ich versuche dahinter zu kommen und es auszuschalten. Ja, mach ich gleich. Da. Ich weiß nicht, wo die Geschütze sind, die sie sieht. Oh fuck. Da stehst du echt gut, Junge. So. Was wollte ich sagen? Also, gerade diese Schleichpassage zum Beispiel, die fand ich ziemlich geil. Mit diesen komischen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen sollte, diese erstarrenden Aliens. Winter, Exeter hier. Haben Sie das Register schon gefunden? Noch nicht, Sir. Wir sind bei dem verlassenen Außenposten. Es dauert etwas länger. Verstanden. Wie geht es Bella? Nicht so gut, Sir. Es wird immer schlechter. Sagen Sie ihr Kopf hoch. Verstanden, Sir. Winter over. Der Winter ist zu Ende. Ja, also das fand ich zum Beispiel eine sehr geile Passage und ich mochte auch die Sache mit diesen, ja, ich sag mal, diese kleine Facehugger-Grube, also wo hauptsächlich Eier zu finden waren und wo man sich dann so ein bisschen auch durchschleichen musste. Es gibt schon eine coole Passage, muss man schon sagen. Es ist nicht nur reines Geballer. Klar überwiegt das ein bisschen, aber wie gesagt, es ist ein Ego-Shooter, das muss ja auch so sein. Und also ich finde es bisher immer noch sehr in Ordnung. Die werden die ganze Zeit da angeschossen, die Idioten. Kann ich hier hoch? Anscheinend kann ich da hoch. Oder auch nicht. Vielleicht, wenn ich mich hier ein bisschen besser anstelle. Ja, kann ich doch. Gut. So. Nächste Frage, was will ich hier oben? Kann ich mich hier auf dem Rohr entlang? Da darf ich nicht drauf. Ist das hier ein neuer Raum? Nee. Kann ich auf die Rohre? Auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich da oben drauf springen kann, oder? Mit ein bisschen Anlauf vielleicht? Nee. Das ist doch ein anderer Raum, ne? Ja, okay. Hat sich meine Frage gerade erledigt. Da ist das Teil, was da rumballert. Da komme ich ja gleich hinter. Das ist gut. Ah, das kriege ich hin. Hier schon das eine? Ja. Vor allem, die wird die ganze Zeit da angeschossen, ne? Macht einfach nichts. Die sind doch alle doof. Ach so, nein. So. Jetzt ist alle, oder was? Okay, die haben wir schon mal alle abgestellt. Da ist verschlossen. Okay, ich habe aber da in der anderen Richtung noch was gesehen. Da konnte ich ja vorher nicht lang, weil der hier reingeschossen hat. Ist da hinten noch was? Hier, genau. Kann ich hier lang? Ich kann hier lang. Und da sind sogar Sachen. Ohohoho. Dann schauen wir doch mal, was es da Schönes gibt.
mal einen Audiolog. Nachricht wird wiederholt. Wir verlassen die Forschungsmodule aufgrund erhöhter Xenomorph-Aktivität. Das gesamte Personal muss sich bis zum Abend in Origin befinden. Wer nicht bis 9 Uhr bei uns ist, wird nicht gerettet werden. Nachricht wird wiederholt. Wir verlassen... Okay, also es ist so eine Dauerschleife. Ja, ob sie es wirklich verlassen haben, keine Ahnung. Ob es irgendwelche Leute geschafft haben, wahrscheinlich eher nicht. Weil, soweit man weiß, sind ja Hicks, Ripley und der halbe Bishop und Newt, stimmt ja, und Newt, die einzigen, die es geschafft haben. Wobei, ja, das schließe ich auch nur aus dem Film draus, ne? Man weiß ja nicht, was sonst noch so passiert ist. Bella ist ja im Rumstolpern. Ja. Hast du die Tür da hinten jetzt doch aufgekriegt? Ach, guck mal an. O'Neill hat sie anscheinend aufgekriegt, gut. Also 3 Audiologs habe ich gefunden, das ist ja schon mal ein bisschen was. Im Verhältnis zu sonst, ne? Habe ich ja gerade richtig abgeräumt. Oh, Kontrollpunkt erreicht. Hast du eigentlich auch eine Smart Gun, Bella? Nee, die hat einen Impulsgewehr. Warum dauert das mit der Scheißtür so lange? Ladezeit überbrücken, ne? Es ist clever, dass ihr beide nicht da rausguckt. So. Okay. Großer Raum gefällt mir immer nicht. O'Neill, funktioniert das Ding? Weiß ich auch nicht genau. Vielleicht vom Flohmarkt. Ja. Aber es funktioniert. Suchen Sie das Register, O'Neill. Ui. Da ist das Schiff, glaube ich. Ich fasse es ja nicht. Das ist das Register. Das war einfacher, als ich dachte. Aha. Moment. Was? Ich sehe eine USCM-Marke. Die haben einen Marine? Wen? Geben wir es Cruise. Der findet's raus. Actual, wir haben das Register. Wir schicken es über eine Funkfrequenz und gehen zurück zur Einrichtung. Verstanden, Winter. Viel Glück mit Bella. Ja. Das ist ein Dropship. Die Stromversorgung hat wohl Aufmerksamkeit erregt. Hier können sie uns nicht sehen. Aber wir sollten weiter. Und zwar jetzt. Huhuhuhu. Ja, also das Schiff, was man da draußen sieht, das ist ja das, was damals praktisch befallen worden ist von den Aliens. Was auf diesem Planet ein Hilfesignal ausgesendet hat. Also zumindest sieht es so aus. Ich kann mich jetzt auch täuschen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das wohl ist. Aber warum haben die denn so in der Nähe gebaut? Ja, sowas mag ich mal wieder, ne? Bist du tot? Nee. Hä? Hi! Das klang gerade wie Sackratten, aber ich glaube, er hat Nachladen gesagt. Klingt gut. Tot? Warum deckt ihr euch hier immer noch? Wieso kann ich denn nicht weitergehen? So. Sachen. So. Da liegt auch ein Pack. Sehr schön. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier rein, ne? Kommt ihr noch hinterher? Die sagen auch gar nichts gerade. Die sind total stumm. Okay. Was versteckt? Normalerweise ist der Platz unter der Treppe immer ein Versteck, aber hier nicht. Oh Gott, das sieht wieder so nach Schieß-Action aus eigentlich. Oh, geil. Oh, von Vasquez die Smart Gun gefunden.
Okay, dann nehmen wir die mal. Fuck! Ho, 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 ho.